So, und damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Wir beginnen direkt mit Kapitel 14, Hintergedanken. Letztes Mal haben wir ja die Kapitel 13 abgeschlossen und ja, ist für mich eine neue Aufnahmesession. Ich muss ganz ehrlich gestehen, keine Ahnung, wo wir hier sind. I don't know. Aber, ja, wir gucken mal. Wir haben jetzt gerade gehört, irgendwie Joseph. Wir suchen Joseph. Und, ja, dann gehen wir doch mal gucken, was hier die U-Bahn so für uns mit sich bringt. Ja, wenn wir Joseph suchen. Vielleicht finden wir ihn ja hier, ne? Schön in der U-Bahn. Man weiß es nicht so genau. Aber gut, wie ihr merkt, ich glänze, ich schwitze. Ich habe hier im Zimmer gefühlt, ja, 50 Grad. Nein, so schlimm ist es jetzt nicht, aber ist schon sehr warm. Und ja, mich würde mal interessieren von wegen, wie übersteht ihr eigentlich diese wunderschöne Hitze? Ich wohne ja in Berlin. Und die Hitze kann nicht so richtig entweichen. Ja, die Leute, die auf dem Dorf wohnen, haben es ein bisschen angenehmer. Ne? So ein bisschen Luft. Luft ist wichtig. Und ganz wichtig, warte. Ganz wichtig ist, hier noch trinke. Ne? Machen wir auch erstmal gleich hier schön ein Schlückchen Vollweg. Hashtag no Werbung. So. Aber hier mal schön, ne? Viel, viel trinken. Bei diesem schönen warmen Wetter. So, dann gucken wir doch mal, dass wir hier die Böhmchen. Böhmchen hier. Entschärft bekommen. Das war ein großer Fail. Gut, zweiter Versuch. Auf geht's in den zweiten Versuch. Bombe Entschärfung, Teil 2. So. Geht doch. So sollte es eigentlich auch beim ersten Mal passieren, ist aber leider nicht. Haben wir alle gesehen. Achso, warte mal, ja, habe ich ganz vergessen hier. Medikit mitnehmen. Medizine. Kartenfragment. Eine wunderschöne Handgranate. Streichhülse. Und gibt es denn hier sonst noch was? Leertaste öffnen. Oh ja. Okay, okay, okay. Ein bisschen geglübbel. Können wir auch mal bald gucken mit dem ganzen Geglibber. Wir haben 17.900 Geglibber. Ob wir da bald unsere Stats wieder verbessern können. So, jetzt sind wir aber erstmal auf der Suche nach Joseph. Kann er hier... Ja, er kann nicht darüber springen. Und wir haben hier wieder einen Safe Point. Wir sind witzigerweise immer noch ordentlich, wenn ich das richtig sehe, out of ammo. Aber... Hier ist ein Safe Room. Das ist awesome. Das war jetzt gerade nicht so awesome. Oh. Hallo. Kann ich eigentlich das Gesicht wegschießen? Burn! Burn, baby, burn! Okay, ey, mach doch nicht gleich hier so einen Handstand, Junge. So, alle cool. Easy. Easy peasy. So, dann lass uns mal gucken, ob wir hier die... Alter, der Typ hat aber auch alles bespickt, was hier zu bespicken ist. Wie soll ich denn sowas entschärfen können, wenn die alle hintereinander gelegt sind? Okay, jetzt schaffen wir es halt nicht. Eigentlich nicht abschießen. Nice. Okay, also die Bomben kann ich auch so entschärfen. Hello, Mister. Mister, Mister. Hätte ich auch vorhin auf die Idee kommen können. Wir gehen jetzt ab in diesen Safe Room und werden unsere Stats bei knapp 20.000 werden wir auf jeden Fall verbessern und ich werde euch gleich sagen, was wir verbessert haben. Wir sehen uns also gleich wieder. So, da sind wir wieder zurück. Wir haben unsere Stats verbessert. Im Prinzip haben wir eigentlich nur ein Stat verbessert und zwar die Spritzenwirkung, dass wir, wenn wir eine Spritze nehmen, die ein bisschen besser heilt. Das sieht man auch. Haben wir uns erstmal schön eine gegönnt. So, dann gucken wir mal, was jetzt hier uns hier unten erwartet. Der da
sieht verdächtig ruhig aus mit einer Axt in der Hand. So, gucken wir uns den nochmal. Okay, der Assassine. He is there. Ignoriert, also. Er sieht uns nicht. Lol. Okay, cool. Cool. Wer ist er denn da an der Wand? Alter. Okay. Irgendwie. Ja, das war mir fast klar, kann ich dich holen. Flat. Munition alle. Ja, warte kurz. Ja, komm her. Ich hatte die Hoffnung, dass du irgendwie dran mitverreckst. Scheiße. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nice. Kann ich dich verbrennen? Ich wusste gar nicht, dass Waffen ihnen irgendwas anhaben. Okay. Cool zu wissen. Er braucht einfach nur ein paar Schuss mehr. Ins Gesicht. Damit er umfällt. Damit habe ich kein Problem. Sag ich so wie es ist, damit habe ich kein Problem. Ne? Also ihm einfach mal ein paar Schuss ins Gesicht zu drücken, dass er umfällt. Und wir ihn verbrennen können, das ist okay für mich. So, jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, munitionstechnisch. Ja, 2 Schuss, 0 Schuss. Klar. Klar. Ja, Munition sieht nicht gut aus. Wir müssen wieder zwischenspeichern. Heißt meistens nichts Gutes. Wenn das Spiel quasi automatisch sagt, I'm saving for you. Ja, der muss ja Muckis haben, der Typ. Das ist ja mal mega. Okay. Ich will mal probieren, ob ich das irgendwie Safety runtergespielt bekomme. Also Safety im Sinne von, kann ich hier irgendwie durchsneaken? Oder muss ich wirklich kämpfen? Den würde ich wegkriegen. Und den würde ich wegkriegen. Können wir mal probieren. Oh Gott. War jetzt nicht so schön. Den kriege ich noch weg. Scheiße. Okidoki. Freunde. Können wir das auch irgendwie anders regeln? Lasst mich doch einfach in Ruhe. So, warte mal. Danke. Weiter geht's. Oh, hier ist eine Munition. Ja, moin. Ja, moin, ich bin in eine Falle getreten. Ja, Hallöchen, Freunde. Nö, da gehen wir wieder raus. Und ich habe keine Munition mehr. Fuck you. So, komm mal her. Dass die das alle überleben, ne? So, Specki. Leg dich hin. Leg dich hin, habe ich gesagt. Du bist verbrannt. Okay. Es war jetzt nicht so wie
Wie angedacht? Dass wir sneaky hier durchrennen? Nope. Das war alles andere als sneaky. So, dann mach mal. Lol, da ist ja noch einer. Ach, Menno, können wir nicht hier einfach gediegen irgendwo hingehen? Wenn wir uns. Also, der war jetzt. Der war schön präpariert für mich. Oh, oh. So, jetzt ist es tricky. Kann ich hier. Nein, kann ich nicht. Ja, hast du halt mal ein paar Blessuren. Meine Fräse. Nur habt ihr nicht so. Da haben wir jetzt die große Frage: Wo könnte Joseph sein? Wo könnte er sich verstecken? Es muss einen Weg nach dort oben geben. Stimmt. Die Geschichte hatten wir ja mit der Brücke, das hatten wir ja letztes Mal gesehen gehabt, ne? Da wollte ja Joseph sowie Sebastian. Ah, hallo? Wollten ja da unbedingt hin. Ja? Kann ich jetzt hier rüber? Nö, kann ich nicht. Ja, ja, ja. What? Irgendwie meine ganze Energie geklaut? Oder hatte ich nur noch so ein Fützelleben oder was? Ich dachte, ich habe noch so viel Leben gehabt. Fick Monster, Alter. Irgendwo habe ich doch hier gerade wieder was gesehen mit Leertasten zum. Okay, hier gibt es wieder Medicine. Oh nein. Was soll denn das schon wieder sein? Sieht ja aus wie. Ja, irgendein Gewebe, was wir wieder kaputt machen müssen. Achso, wir müssen wirklich da ein Streichholz einfach nur reinklatschen. Okay, cool. Cool. Streichhölzer, 12 Stück. Easy. Gut, dann geht's mal hier runter. Ja, Point of No Return. Und wir müssen. Was bist du denn, Alter? Wir müssen erstmal zwischenspeichern. Hält der Zaun? Ich hoffe, der Zaun hält. Wir gehen dann mal weiter. Ganz langsam und schauen mal, dass du so klein ist und Ficker aufstehst. Leg dich hin, Junge. Und ich verbrenne dich noch zusätzlich. Weil du so scheiße bist. Ja. Laden wir mal hier kurz nach. Kann ich dich eigentlich einfach verbrennen? So, kann ich dich jetzt verbrennen? So. Leg dich hin. Leg. Schön, Junge. Das sieht doch schon wieder nicht gut aus. Nicht so gut. Ja, Strom. Kann ich dich verbrennen? Nein. Du stehst doch bestimmt gleich wieder auf. Das sehe ich doch schon kommen. So. Brennst du jetzt nieder? Also das würde mich jetzt mal interessieren, ob du jetzt hier. Cool. Meine große Frage ist jetzt nur, wie kriege ich dich aus? Wie zum Teufel bekomme ich dich ausgeschaltet? Wahrscheinlich gar nicht. Ah, ich kann einfach hier so rüber. Ah. Und dann ausmachen. Das ist natürlich geil. Okay. Also ganz verstehe ich das Level noch nicht. Kann aber auch, wie gesagt. Hallo?
Könnte jetzt auch daran liegen, dass ich eben halt einfach lange nicht gezockt hatte und deswegen eben halt gerade das Level-Design nicht so ganz verstehe. Kann ich hier rein? Hallo? Nee, kann ich nicht. Wenn ich das aber jetzt gerade richtig höre, ist das ein Safe Room. Okay, die Ratte, die war einmal. Cool, gibt's wieder ein neues Notizbuch oder ein Tagebucheintrag. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 20. Dezember 2012. Kein Wort von Myra, seit ich das Paket erhalten habe. Ich habe Angst davor, das Beweismaterial meinem Vorgesetzten zu übergeben. Das, wovon Myra da spricht, ist grauenerregend und könnte meine Möglichkeiten übersteigen. Aber die Beweise reichen aus, um mich davon zu überzeugen, dass Liliths Tod kein Unfall war. Sie haben Myra tatsächlich in die Liste der vermissten Personen aufgenommen, aber sie verraten mir nichts, weil ich familiär betroffen wäre, sagen sie. Aber ich glaube eher, dass sie in mir einen Verdächtigen sehen. Die Ermittlungen stocken. Aber für meine Familie werde ich sie auf eigene Faust fortführen. Ja, das kann man nachvollziehen. So, wir speichern jetzt mal nicht. Because I'm cocky. Und wir gehen jetzt einfach mal direkt hier weiter. Und können aber nichts machen. Das ist ja mal... Schreck mich doch mal, Junge. Kannst du auch anders machen hier. Kannst du auch mal anklopfen, ne? Hallo? Ey, dass ich den... Jedes Mal geht mir Munition flöten. Ich finde es echt blöd, dass ich keinen Nahkampfangriff machen kann oder sonstiges. Und ich bin schon gut von den Stats her ausgestattet, dass der eigentlich ordentlich Schaden machen müsste. Was war das? Und ich bin dafür nicht vorbereitet. Meine Munition reicht dafür nicht aus. Was zum Teufel war das gerade? Okay. Cool. Gibt's hier noch was? Cool? Nee, gibt's nichts. Okay, hier gibt's noch Streichhölzer. Verteilerkastensicherung. Eine Hochsprachsicherung aus einem Verteilerkasten. Sie funktioniert noch und kann erneut verwendet werden. Das heißt nichts Gutes. Das heißt doch nix. Gutet. Oh no. Yes, also spam. Warum müssen wir jetzt da schon wieder in so eine Gülle reinsteigen? Ich möchte das nicht mehr spielen. Ich mache mir Angst. Okay. Also ich bin gerade noch sehr zufrieden, dass wir... so glimpflich gerade davon kommen. Also ich hoffe, für uns. Okay. Ich hab nichts gesehen. Doriker. Ich kann nichts sehen. Ich kann nichts verstehen. Lol, der hat da durchgegriffen.
Oh Mann, jetzt muss ich hier den ganzen Rotz hier wieder verbrennen. Als ob ich jetzt da durchgehe. Nö. Einfach. Eigentlich nö, aber... Wir quetschen uns mal dazwischen und danach ist alles dicht und dann herzlich willkommen in Endboss-Szenario Fight. Würde mich zumindest nicht wundern, wenn hier ein Endboss-Szenario wäre. Nein, geht nicht. Oh oh. Kann ich das einfach nochmal setzen? Hallo! Danke! Tschüss! Kann ich einfach hier rein? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Kann ich hier wieder zurück? Nee, kann ich nicht. Bin ich gleich tot? Wahrscheinlich. Okay, wait a second. Ich brauch mal ganz kurz. Ganz kurz. Hier sowas. Dankeschön. Und jetzt bin ich in der Sackgasse. So, lass mich mal ganz kurz hier nochmal durch, Freunde. Ihr könnt euch gerne alle sammeln. Ganz kurz nochmal hier rein. Okay, damit habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Ich hätte eventuell vorher mich präparieren sollen. Wir haben Joseph leider nicht gefunden. Wir sind gerade gestorben. Wir müssen uns auf jeden Fall da ein bisschen besser vorbereiten, müssen ein bisschen Munition craften. Wir werden trotzdem die Folge für heute beenden. Ich hoffe dennoch, ihr hattet ein klein wenig Spaß bei der Folge. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, ne? Nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt The Evil Within. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around.